Robert Mapire. Der Sohn eines Menschen. Teil 2, Joshua. Kapitel 15. Kapitel 15. Die Konfrontation. Höre, mein Sohn, und nimm an meiner Rede. So werden deine Jahre viel werden. Ich will dich den Weg der Weisheit führen. Ich will dich auf rechter Bahn leiten. Komm nicht auf den Pfad der Gottlosen. Und tritt nicht auf den Weg der Bösen. Sprüche Salomos, Kapitel 4, Vers 10, 11 und 14. Des Kaiphas Zorn. Die letzte Hoffnung. Der Mutter Verzweiflung. Die schwere Türe des Tempelgebäudes wurde zugeschlagen. Josua war eine Weile geblendet durch den schnellen Übergang aus dem sonnigen Hof in das dunkle Zwielicht des Tempels. Als sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, erkannte er vor sich seinen Retter. Der zog ihn in ein Versteck hinter einer zweiten Tür. Es war der Hohepriester, Kaiphas. Kaiphas war erbost. Er hielt den Josua fest um seine Handwurzel und blies ihm zornig ins Gesicht. Josua, warum störst du den Frieden des heiligen Tempels? Warum störst du den Frieden des ganzen Landes Israel? Warum lästerst du wie einer, der keinen Verstand hat? Du musst doch wissen, was du tust. Mein Schutz ist nicht allmächtig und meine Geduld nicht uferlos. Es war alles Unsinn, was du und Johannes gepredigt habt. Der arme Johannes hat es schon mit seinem Kopf bezahlt. Warum ziehst du keine Lehre daraus? Nur die Rücksicht auf deine Mutter hindert mich, dir die volle Wahrheit mitzuteilen. Doch mit voller Sicherheit kann ich dir sagen, dass du mit Gottes Hilfe nicht rechnen darfst. Höre auf, solange dir noch etwas Zeit zur Flucht ins Ausland bleibt. Kaiphas etwas stotternd der Stimme wurde wieder etwas weicher. Josua, ich habe dich gern, aber die letzten Jahre fühle ich, dass du mir fremd geworden bist. Ich verstehe dich nicht. Du bereitest mir ständig Probleme und Sorgen. Nachts kann ich deinetwegen nicht schlafen und auch den anderen Priestern ist es schon aufgefallen, woher du immer so gut über unsere Pläne informiert bist. Auch heute hat mich nur retten können, dass ich in meinem Haus die Befehle Hannas an seine Knechte gehört habe. Es geht nicht bis ins Unendliche, Josua. Ich kann nicht länger dein Beschützer bleiben und, offen gesagt, verliere ich auch die Lust daran. Josua grinste. Kaiphas, wir beide haben unser Geheimnis. Ich danke dir für alles, was du für mich getan hast, aber mach dir keine Sorgen. Ich beschütze mich selber. Ich habe viele treue Freunde, die über mich wachen. Ich brauche deine Hilfe nicht mehr. Ich bin auch nicht länger an deinen ewigen Predigten interessiert. Johannes und ich haben uns entschlossen, ein großes Werk vollzubringen. Johannes verlor dabei sein Leben. Das ist wahr. Somit stehe ich aber auch in seiner Schuld, die ich bezahlen muss. Nur durch das Gelingen unseres Werkes wird sein Tod einen Sinn finden. Deshalb lass mich in Ruhe, Kaiphas, und sorge dich nicht um das, was ich tue. Ich bin kein Irrer. Du und ich stehen leider auf der gegnerischen Seite. Du bist jetzt mächtig, aber ich werde siegen. Bald. Jetzt, wo ich schon so nah vor dem Ziel bin, kann ich und will ich nicht Halt machen. Vor nichts und vor niemand mehr. Die Wangen des Kaiphas wurden rot vor Aufregung. Wie soll ich mich nicht kümmern um das, was du tust, wenn du die Grundsätze unserer heiligen Religion untergräbst? Das kann ich und das will ich dir nicht erlauben. Auch ich, dein alter Freund, will ein großes Werk vollbringen. Meinst du, dass es mir eine leichte Aufgabe ist, unsere heilige Religion von dem Ballast der vielen religiösen Fanatiker zu säubern, und sie unter der römischen Herrschaft, und dem desinteressierten Vierfürst Herodes Antipas, zum Wohle unseres unterdrückten Volkes aufrechtzuerhalten? Ich tue das nicht für meinen Profit oder Ruhm. Nein, Josua, die Zeiten sind schwer. Nur unser strenges Gesetz kann das Volk Israel jetzt und in der Zukunft vor der Vernichtung retten. Lohnt es sich nicht, dafür zu kämpfen? Ist das nicht das Edelste, was wir, beide, heute dringend zu tun haben? Jetzt kennst du meinen Standpunkt, Josua.
Du musst mich verstehen. Ich kann dir nicht erlauben, einen Zerfall des Volkes herbeizuführen. Josua zuckte gleichgültig mit den Achseln. Ich lege keinen Wert darauf, Kaiphas, dass du mir etwas erlaubst oder nicht. Ich habe mir mein Recht dazu selbst genommen. Dir liegt das Wohl nur eines einzigen Volkes am Herzen, mir aber das Wohl der ganzen Menschheit. Du strebst nach der Strenge des Gesetzes, ich nach der Liebe zwischen den Menschen. Wessen Ziel ist also das Edelste? Jedenfalls ich bin entschlossen, für meine Ideen zu kämpfen. Auch mit dir, Kaiphas, falls es sein muss. Oh Gott! Er ist verrückt. Gib ihm Verstand. Er weiß nicht, was er tut. Hob Kaiphas empört seine Hände. Ich weiß sehr wohl, was ich tue, Kaiphas. Ihr seid es, die nicht wissen, was ihr tut. Nimm nur zum Beispiel die Frage der Sabbatregelung. Der Moses hat euch doch die Beschneidung gegeben. Nicht, dass sie von Moses kommt, sondern von den Vätern. Und ihr beschneidet den Menschen auch am Sabbat. Wird dadurch nach eurem Empfinden des Moses-Gesetz nicht gebrochen, warum zürnet ihr dann mir, dass ich Menschen am Sabbat gesund mache? Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen, sondern sie zu erfüllen. Oder? Ihr habt gesagt, du sollst nicht ehebrechen. Ich sage aber, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Josuas Blick bohrte sich dabei dem Kaiphas bedeutungsvoll in sein Gewissen. Kaiphas fühlte in seinem Unterton einen Vorwurf. Nein, das kann nicht sein. Der Josua weiß doch nicht Bescheid. Sein ganzes Tun beweist doch, dass er die Wahrheit über seine Geburt nicht kennen kann. Josua fuhr fort. Ihr habt gesagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern, wenn dir jemand einen Streich gibt auf deine rechte Backe, dem biete die andere auch dar. Ihr habt gesagt, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich sage aber, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für diejenigen, die euch verfolgen. Das ist doch Unsinn, mein Junge, sagte Kaiphas traurig. Ein gefährlicher, lebensfremder, blauäugiger Unsinn. Nein, Kaiphas. Du, ein hoher Priester, der über die Sitten deines Volkes achten muss, du hast es nicht begriffen. Es ist immer nur das Beispiel des Guten, der die Menschenherzen erweicht. Wenn alle Menschen nach meinem Gesetz leben würden, gäbe es das Paradies schon auf der Erde. Es reicht ja nicht, über die Güter nur zu sprechen, man muss sie auch leben. Das ist der Kern unserer Lehre, Kaiphas. Bedeutet das, Josua, dass du auf meinen Schutz verzichten willst? Jawohl, Kaiphas. Ich möchte dich nicht ständig hinter meinem Rücken spüren. Ich lasse mich in meinem Tun nicht mehr aufhalten. Von keinem Unwissenden. Nicht mal von dir. Na gut, Josua, sagte der Hohepriester streng. Wie du willst. Du fühlst dich deinen Einsichten verpflichtet, ich wiederum den meinen. In diesem Augenblick sind wir beide also zu Feinden geworden. Nicht zu den Feinden aus Hass, dafür liebe ich dich zu sehr. Wir sind aber zu Feinden aus Vernunft geworden. Und das ist viel schlimmer. Ein unvernünftiger Hass kann immer überwunden werden. Vom Augenblick zum Augenblick. Aber ein vernünftiger Grund, jemanden zu vernichten, der lässt sich nicht so leicht umgehen. Denk daran, Josua. Lassen wir es auf den Endkampf ankommen, Kaiphas. Erst dann wird sich zeigen, wer gewinnt. Ein scheinbarer Sieg kann in Wirklichkeit zu einer Niederlage werden. Für einen Unwissenden. Und Tod kann ein ewiges Leben bedeuten. Für den Wissenden. Kaiphas sagte kein Wort mehr. Zornig ließ er die Hand seines Sohnes fallen, und ohne sich umzudrehen, entfernte er sich schnell im Zwielicht des Tempelkomplexes. Josua wartete aus Vorsicht noch eine gewisse Zeit im Schutze der schweren Türe. Erst dann, als die aufgeregten Stimmen seiner Verfolger allmählich verstummten und der Tempelhof sich leerte, verließ er sein Versteck und lief schnell weg. Der beunruhigte Kaiphas schickte nun einen schnellen Boten nach Nazari zu Maria, der Mutter Josuas. Er bat sie um ein dringliches Gespräch.
um ihr erstes Gespräch nach all den Jahren. Sie sollten sich im Salomos Säulengang treffen. Es handelte sich eigentlich um einen Saal, der aus zwei Galerien von jeweils drei Reihensäulen bestand, überdacht von einem Dach aus seltenem Holz, gekonnt geschmückt mit Schnitzereien. Auf der einen Seite waren prächtige Grabsteine, auf der anderen Seite erstreckte sich eine tiefe Schlucht. Maria kam besorgt und unruhig nach Jerusalem. Der alte Josef konnte sie diesmal nicht begleiten, denn es ging ihm gesundheitlich nicht gut. Er hatte ja ein Alter erreicht, in dem er keines schnellen Pilgerns mehr fähig war. Vor einer Woche hatte er einen brennenden Schmerz in der Brust gespürt, infolgedessen er sogar kurzfristig sein Bewusstsein verlor. Ein schnell herbeigerufener Arzt gebot ihm strengste Ruhe einzuhalten und gab ihm auch einige Kräuter zur Teezubereitung. Maria aus Nazareth wurde deshalb von ihrer anderen Schwester Maria und ihrem Mann, dem Alpheus, und von zwei ihrer Söhne, Josef und Simon, bei ihrer Reise nach Jerusalem begleitet. Auch die Alpheus-Familie hatte einen Grund, besorgt zu sein. Die zwei anderen Söhne, Jakob und Judah, gehörten doch ebenfalls zu den Aposteln Josuas und waren also genauso wie er bedroht. Und das bereitete ihren Eltern die größte Sorge. Die mehrtägige Reise von Nazareth nach Jerusalem schafften sie ohne sichtbare Müdigkeit, nur von der Angst um das Schicksal ihrer Söhne getrieben. Während Alpheus mit seiner Familie lieber am Markt wartete, kam Maria zum Treffpunkt mit dem Kaiphas alleine. Der Hohepriester erwartete sie bereits am Eingang des Säulenganges Salomos. Maria hätte den Kaiphas nicht erkannt, wäre er nicht als der Hohepriester gekleidet gewesen. Mit Überraschung sah sie ihn gealtert, ergraut und finster blickend. Es war nicht mehr der schöne und unwiderstehliche Prinz ihrer jungen Jahre, der sie fast um den Verstand gebracht hatte. Jetzt war es ein alter, müder und äußerst besorgter Mann. Es reicht ein Abstand von einigen Jahren, und das, was uns damals verband, hat sich nun aufgelöst, dachte sie. Das, was damals so wichtig war, ohne dass wir fast nicht leben konnten, das erscheint heute ganz unwichtig und unbedeutend. Und dabei hat es so viele Dinge ins Rollen gebracht. Es bleibt nur zu hoffen, dass auch die heutigen Dinge, die uns so wichtig und besorgniserregend erscheinen, nach wenigen Jahren in Vergessenheit geraten werden. Auch Kaiphas war überrascht, als er von der schwarz gekleideten, etwas fettleibigen Frau angesprochen wurde. Wie verrückt spielt das Schicksal mit uns, dachte er dabei. Ist das die größte Liebe meiner sündigen Jahre? Ist diese untersetzte und wenig elegant gekleidete Bäuerin meine Maria von damals? Ist das die Mutter meines Sohnes? Sie war es. Kaiphas nahm Maria am Ellbogen und führte sie langsam durch den Säulengang. Keiner wusste richtig, das Gespräch anzufangen. Maria, begann schließlich der Kaiphas. Maria, ich habe dich nach Jerusalem eingeladen, weil sich uns ein großes Unglück nähert. Ich fühle meine Verantwortlichkeit für das, was mit dir und mit Josua passieren wird. Du weißt, ich habe nach meinen Möglichkeiten immer versucht, deinem, ich meine unserem, Sohn zu helfen. Ich wurde sein Lehrer des Gesetzes nach eurer Rückkehr aus Ägypten. Er hatte eine gute Chance, ein Schriftgelehrter zu werden. Die hat er nicht genutzt. Ich versuchte auch, sein Erzieher zu sein, damit er wenigstens ein rechtsgläubiger Mensch würde, aber auch das ist mir nicht gelungen. Wie ich sehen kann, ist es auch deinem jetzigen Mann, dem Josef, nicht gelungen, aus ihm seinen Nachfolger im Beruf zu machen. Josua scheint mir entwurzelt zu sein. Er lebt zwischen zwei Welten. Er ist kein Jude und kein Heide. Er ist kein Stadtbürger und kein Landbewohner. Er ist kein richtiger Priester, kein richtiger Schriftgelehrter und kein richtiger Handwerker. Aber von allem hat er etwas. Nur die Mischung stimmt nicht. Sie hat ihn zum Lästerer gemacht. Und nun macht er sich das ganze Volk zum Feind. Ich habe ihm schon mehrfach aus dem Schlimmsten herausgeholfen. Doch jetzt hat er meine Freundschaft verworfen. Das ist nicht möglich, Kaiphas, erblasste Maria. Sie blieb vom Schrecken getroffen stehen.
Auch ich versuchte ihm das Gesetz und Gott näher zu bringen. Aber er hat nur das gehört, was er hören wollte. Ich habe keinen Einfluss mehr auf ihn. Bitte Kaiphas, hilf ihm wie du nur kannst. Nur du kannst ihn noch retten. Leider nicht. Nach unserer letzten Unterredung gibt es keine Möglichkeit mehr. Du weißt, Maria, was das bedeutet. Die unglückliche Mutter rang mit den Händen. Ja, ich weiß es. Aber gibt es noch einen Ausweg? Die Antwort des Kaiphas zwang sie erneut zu langsamen Schritten. Nein, Maria. Es gibt keinen Ausweg mehr. Josua hat seine Wahl zwischen dem Gesetz und seinem Wahn, zwischen dem Leben und Tod, zwischen dem Hohepriester und seiner Vorstellung über Gott getroffen. Auch ich muss jetzt zwischen dem wahren Gott und meinem geliebten Sohn wählen. Unser Vater Abraham stand einmal vor derselben Frage, als er seinen einzigen Sohn Gott opfern sollte. Damals hat nur Gott selbst seinen Sohn Isaak gerettet. Es bleibt uns nur die Hoffnung, dass er es auch diesmal tun wird. Und falls nicht? Ich kann es nicht glauben, dass es keinen Ausweg geben kann. Du bist doch ein so gebildeter und kluger Mann, Kaiphas. Denk bitte nochmal nach, ob es nicht doch eine winzige Möglichkeit gibt. Ich verspreche dir, ich werde alles opfern, alles dafür tun, dass mein Josua, ich meine unser Josua, überleben wird. Natürlich gibt es noch eine Möglichkeit. Aber die ist mehr hypothetisch als praktisch, Maria. Wäre sie nämlich praktisch gewesen, dann wäre mir unverständlich, warum sie nicht schon früher genutzt wurde und warum es so weit kommen musste. Welche Möglichkeit, Kaiphas? Alles hängt nur von dir ab, Maria. Ich mache dir keine Vorwürfe. Aber du warst es, die unserem Sohn all die Jahre eine Geschichte vom Heiligen Geist erzählt hat. Du hattest keinen Mut, ihm wenigstens einen kleinen Zweifel an deiner Geschichte einzupflanzen. Ich habe es versucht. Mir ist es nicht gelungen. Und deshalb sage ich, dass es nur eine hypothetische Möglichkeit ist, weil ich von dir jetzt nicht das erwarten kann, was du lebenslang nicht getan hast. Ihm die Wahrheit zu sagen. Ich weiß, es wäre ein großer Schock für ihn, aber jetzt ist das die einzige Chance, ihn zur Flucht aus Israel zu überreden. Falls er hier weiterhin bleiben wird, ist er mit Sicherheit des Todes. Falls er nämlich noch einmal gegen Gott lästern wird, werde auch ich meine Stimme gegen ihn richten. Maria rieb sich unwillkürlich die Augen mit dem Rücken ihrer Hand. Dann schaute sie ihren Begleiter dankbar an und sagte: Ich danke dir, Kaiphas. Du bist ein guter, ein ehrlicher Mann. Ich gebe dir mein Versprechen. Ich werde Josua retten. Ich sage ihm nun die Wahrheit. Ich bin doch seine Mutter, sagte sie weinend. Der Hohepriester nickte und gab ihr seine Hand zum Abschied. Viel Glück, Maria. Nach meinen Informationen hält sich Josua noch in Judäa auf. Tu dein Bestes. Die Jahre haben dich zwar äußerlich etwas verändert, wie mich sicher auch, aber ich habe es erkannt an deinen Worten. Du bist immer noch eine schöne, faszinierende Frau. Maria küsste seine Hand. Ich werde mein Versprechen einlösen. Bete für uns, Kaiphas. Und ging fort. Die verzweifelte Maria brach sofort mit ihrem Schwager Alpheus, ihrer Schwester Maria, und deren Söhnen Josef und Simon auf, um Josua einen Besuch abzustatten. Der Weg aus Jerusalem wurde bereits von Pilgern markiert, und dauerte nicht lange. Als Maria mit ihren Verwandten an Josuas Lager ankam, predigte er gerade. Pharisäer sagen häufig: Siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat nicht erlaubt ist. Ich sage euch, habt ihr nicht gelesen im Gesetz, wie die Priester am Sabbat im Tempel den Sabbat brechen und sind doch ohne Schuld? Und hier ist Größeres als der Tempel. Des Menschensohn ist ein Herr auch über den Sabbat. Jemand fragte ihn etwas, was Maria nicht verstehen konnte. Aber der Wind brachte ihr die Antwort ihres Sohnes. Das böse und abtrünnige Geschlecht sucht ein Zeichen. Es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, nur das Zeichen des Propheten Jona. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in des Fisches Bauch war,
So wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Die Mutter hörte die Worte ihres Sohnes, und es wurde ihr schwindelig. Oh ja! Solche Worte müssen meinen Sohn zum Verderben führen. Ich muss mit ihm darüber sprechen. Jetzt bekam Maria die größte Angst um Josua. Erst jetzt begriff sie die schreckliche Konsequenz ihrer alten Sünde und ihrer früheren Feigheit. Ich, Maria. Ich allein verursachte dieses ganze Unglück, dachte sie. Ihr damaliges jugendliches Vergehen konnte sie mit dem Abstand der Zeit gewissermaßen begreifen und entschuldigen, aber ihre Feigheit, das ihrem Sohn vernünftig und schonend zu gestehen, diese Feigheit würde sie sich nie verzeihen können. Sie hätte in Josua sein Gefühl der Außergewöhnlichkeit nicht aufkeimen lassen dürfen. Jedes kleine Kind ist doch in der Lage, auch die schwierigste Wahrheit natürlich und einfach aufzunehmen. Für ein kleines Kind ist noch alles natürlich und selbstverständlich. Nur die Erwachsenen glauben, die Kinder belügen zu müssen, nicht weil die Wahrheit das Kind verderben könnte, sondern vielmehr für die Beruhigung ihres falschen und scheinheiligen Gefühls des Schams, für die sogenannte Moral. Womit werde ich meinem Kind mehr schaden? Mit einer Wahrheit, die es nicht verdirbt? Oder mit einer gnadenvollen Lüge, die es ins Verderben treibt? Heute war Maria alles klar. Heute musste sie das tun, was ihr früher unmöglich erschienen war. Das, was sie dem Hohepriester Kaiphas, dem wirklichen Vater Josuas versprach, und was von ihr schon vor Jahren auch Josef, ihr Mann und Josuas Freund, verlangt hatten. Heute würde Maria dem Josua die volle Wahrheit gestehen. Auch wenn er mich danach verdammen sollte, entschied Maria. Es ist besser, ein lebender Sohn verlässt die Mutter, als wenn die Mutter ihren Sohn durch den Tod verliert. Josuas Tod würde sowieso auch ihren Tod bedeuten. Maria war entschlossen. Sie bat einen in der Nähe stehenden Mann, auch ein Anhänger ihres Sohnes, zum Meister zu gehen und ihm mitzuteilen, dass draußen seine Mutter mit seinen Verwandten stünde und mit ihm sprechen wolle. Der gute Mann drängte sich bis zu dem predigenden Meister durch und übergab ihm die Botschaft Marias. Maria zitterte vor Aufregung. Jetzt kam der Augenblick der Wahrheit. Heute würde sie ihren Sohn aufklären. Er würde seine ausweglose Lage sicher begreifen und sich noch rechtzeitig nach Ägypten absetzen können. Wenigstens für einige Zeit. Josua hörte überrascht der Mutters Bitte. Seine Mutter? Und hier? Bei seiner Predigt? Das hatte sie noch nie getan. Und ein Gespräch? Wozu? Sie hatten doch genügend Gelegenheiten gehabt, miteinander zu sprechen, als dass er sich nun während seiner Predigt stören lassen musste. Auch das hatte sie noch nie getan. Einen Augenblick stutzte Josua. Und dann erblasste er. Ja. Das hatte sie noch nie getan. Und alles, was ein Mensch zum ersten Mal tut, das hat eine tiefe Bedeutung. Warum war sie nicht zu ihm alleine gekommen? Warum brauchte sie plötzlich Verstärkung? Gegen wen? Gegen ihn? Warum denn? Josua begann schon zu ahnen, aus welchem Grund seine Mutter ihn aufsuchen wollte. Oh Gott! Josua fürchtete, dass er diesem Treffen nicht standhalten würde. Dass er den Tränen der Mutter hoffnungslos unterliegen würde. Dass ihn seine Kräfte im Angesicht ihres ungeheuren Opfers verlassen werden, und dass er ihre Bitte, den eigentlichen Grund zu diesem Gespräch, nicht ablehnen könnte. Dann befielen ihn erneut Zweifel. Sie konnte ihm doch nichts Neues sagen. Aber die Tatsache, dass sie es tat. Jetzt durfte Josua nicht mehr aufhören. Und die Mutter Maria in sein hohes Spiel einzuweihen? Nein. Das ging auch nicht. Wäre sie besser nicht gekommen. Die beste Lösung würde jetzt sein, sie gar nicht anzuhören. Josua hörte also nicht auf zu predigen, und er fragte nur: Wer ist meine Mutter? Und wer sind meine Brüder?
Dann streckte er die Hand aus über seine Jünger und antwortete: Seht da! Das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Die abgehärmte Mutter wartete vergeblich auf ihren Sohn. Josua lehnte es ab, sie zu empfangen. Er weigerte sich sogar, sich mit ihr nur kurz zu treffen. Das war das Ende. Vom Alpheus und seiner Frau gestützt, kehrte die unglückliche Maria, weinend, nach Nazareth zurück. Unterwegs wurde ihr mit Schrecken bewusst, wie jeder ihre Pilgerfahrt aus Nazareth nach Jerusalem zu einem weiteren Schicksalsschlag wurde.